Das East End ist ruhig, trotz der Nähe zur Innenstadt. Das Haus liegt direkt an der Hauptstraße, die ins Zentrum führt. Ich liebe es. Jetzt schon? Viel Verkehr, aber ich mag das Viertel. Eine Hauptverkehrsader, laut fürs East End. Baujahr 1957. Vier Zimmer, drei Bäder, 140 Quadratmeter und 1000 Quadratmeter Grund. Kaufpreis $225.000. Nicht schlecht für die Gegend. Es wurde begonnen, aber nicht zu Ende gebracht. Wahrscheinlich die Küche. Stimmt. Ein Wasseranschluss und der Anschluss für den Herd. Und Löcher für Steckdosen. Ja, das ist die Küche. Wir brauchen eine neue Haustür. Ein toller Wohnbereich. Sieh dir diesen Kamin an. Das ist Mid-Century Handwerkskunst. Echt klasse. Cool. Sehen wir weiter. Könnte ein Schlafzimmer sein. Ich schätze mal, das ist das Elternschlafzimmer. Das scheint ein Anbau zu sein. Das ist die Rückseite vom Kamin. Gute Größe. Viermal so groß wie das andere. Weißt du, was ich hier machen würde? Die Leute reißen gerne alle Vintage-Teile aus ihren Mid-Century-Häusern raus. Die rosa und blauen Badewannen. Ich würde genau sowas hier wieder reinmachen. Zwei Kinderzimmer. Ein sehr kompaktes Haus. Ich mag Bungalows. Wir haben es für 225.000 gekauft. Das musst du reparieren. Hier kommt die Küche hin. Ich deck das Loch ab. Wir müssen gar nicht so viel verändern, aber es soll sich wieder nach einem Mid-Century-Haus anfühlen. Modern, mit knalligen Farben. Wir brauchen unbedingt eine neue Haustür. Außerdem verkleiden wir diesen Bereich mit Holz. Die Mauer muss leider erneuert werden, also machen wir einen Holzzaun. Der Wohnbereich ist auf der linken Seite, die Küche auf der rechten. Dort soll die Insel hin und die restliche Küche kommt dahin. So kommt Leben rein. Die Holzböden müssen saniert werden, dann entsteht hier ein schöner Bereich. Hinter der Küche ist der Flur. Wir müssen uns was einfallen lassen, dass aus diesem Durchgangszimmer ein Schlafzimmer wird. Das geht gar nicht. Wir machen links neben dem Kamin eine Tür hin. Das wird der Eingang ins Elternschlafzimmer. Die Tür vom Wohnzimmer aus in das andere Schlafzimmer machen wir zu. Das wird klasse. Ich mag das Haus. Legen wir los. So ein Haus habe ich in ganz Boise noch nie gesehen. Und solange ich das Bild nicht angucken muss, geht es mir gut. Genau dieses Bild macht das aus. Mir macht es Angst. Heute ist Besichtigung. Ich bin gespannt, was die Leute sagen. Wie geht's Ihnen? Gut, und Ihnen? Kommen Sie rein. Toller Zaun. Sieh nur die Tür. Ich mag die waagerechten Balken. Die Holzmaserung ist klasse. Der Backstein sah übel aus und war hässlich. Deshalb die Holzverkleidung. Ein neues Garagentor und Zedernleisten an den Fenstern. Sogar eine Dachblende aus echtem Holz. Und eine neue Haustür. Die ist richtig klasse. Aber besonders gut gefällt mir der Zaun. Echt großartig. Wollen wir rein? Klar. Voila. Wow. Look at that. Ein Wandbild. That's a bold move. Mutig. It's interessant. Es macht das Haus einzigartig. You took some risks. Echt riskant. Na klar, es ist langweilig, immer dasselbe zu tun. Entmutigend. Das erste Paar mochte das Wandbild nicht. Nicht jeder mag es, aber der Tag ist noch jung. Wir brauchen nur einen Käufer. Klasse Lampen.
Gefällt mir. Eine schöne Küche. Vorher gab es keine Insel. Super Glasschränke. Spitze Wasserhahn. Wir haben keine weißen Armaturen gefunden. Deshalb haben wir sie pulverlackieren lassen. Sogar die Türgriffe. Ich stehe auf die Fliesen, wie die verlegt sind. Toller Look. Gehen wir in den Wohnbereich. Sensationelle Lampe. Ein Original aus den 50ern. Der Boden auch. Der ist original? Ja, konnten wir retten. Cool, oder? Sehen Sie sich den Rest an. Hey, guys. Hi. Hey, how are you? Hi, good. Welcome to the open house. Good to see you. Yeah, yeah. I have to say, es sieht großartig von außen aus. Vor allem die Bonsai-Bäume. Die sind cool. Sehen Sie sich um. Schöner Kamin und dieses Wandgemälde. Einfach Wahnsinn. It looks really great. Das ist ja eine tolle Idee. Richtig cool. Ideal für diesen Raum. Und mit dem Kamin ist es voll gemütlich. Das war mal hässlicher Backstein und jetzt ist er dunkel. So cool. Unglaublich. Wow. Noch ein Gemälde. Da die Türgriffe. Sehr modern. Super modern. Gefällt mir gut. Really like it. Oh, wow. This is cool. Echt cool. Yeah, that is cool. Stimmt. Look at that. Be kind. Sei nett. It's small, but klein, funktional. Look at that sink. Tolles Waschbecken. Frage. Wie viele Pennies? Wir haben nicht gezählt. Oh, wow. That is wie hübsch. They did a great job. Und auch groß. It's a big room. Ich finde die Stockbetten klasse. Ich mag es, wie sie angeordnet sind. Ich habe kleine Kinder. Das gefällt mir. Oh, my goodness. Der Hammer. Tolle Farbe. Und wie finden Sie es? Großartig. Ich mag's sehr, vor allem die Küche und ganz besonders das Wandgemälde. Ich habe zwei kleine Kinder. Es wäre perfekt für uns vier. Oh, wow. Oh, my gosh. Ein Wandgemälde. Klasse. Bringt Leben rein. Ich bin echt schockiert über die Rückmeldungen zum Gemälde. Ich muss sagen, ich nicht. Schockiert. Ich nicht? Echt schockiert.